Hey Leute, ich bin der Bruga und ich heiße euch mal wieder recht herzlich willkommen zu einem spannenden Spiel. Es geht um DayZ, die Zombie-Mod für Arma 2 und ich bin nicht alleine. Ich habe wieder ein paar Kollegen dabei. Hey Kollegen. Hallo. Du bist alleine. Hallo. Hi. Du bist alleine, du bist Moff. Ja, Mann ohne Freunde. Ich habe hier nämlich noch den Silex, ich habe den Sorbus und ich habe den Green. Die kennt ihr vielleicht alle. Mal gucken. Ich werde, soweit sie einen Kanal besitzen, den auch in die Beschreibung packen. Ich weiß nicht, wo ich bin und ich werde hier höchstwahrscheinlich sterben. Ja, ich versuche jetzt hier... Ne, geh mal zum Leuchtturm bitte, so, oder an den Rand. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ja, ich habe dir gesagt, pass bitte auf am Anfang, wenn du was lädst. Warte mal, ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach so. Ich mach mal Respawn. Na, Respawn ist... Scheiß drauf. Nachher stehst du direkt neben uns und reden wir jetzt wieder Umfeld, ey. So, Respawn. Da ist ein blauer Kran. Bruger, was killt? Was, ich bin schon wieder tot. Restart dann bitte. Ja, nicht Restart andauernd drücken. du musst Abort drücken, Disconnect und dann wieder okay. Also da läuft ein Spieler. Was? Wo? Siehst du mich jetzt, oder was? Ja, ich seh dich. Ja, wo bin ich denn jetzt? Also Hallo. Ich bin jetzt hier direkt am Wasser. Du guckst genau richtig. Nein, du guckst falsch. Also ich glaube, dann direkt auf die Karte gucken, weil ich glaube, raustappen und dann gucken geht leider nicht wegen der Aufnahme. Okay. Dann also ich bin der Typ mit der Pornobrille. Ja, die sehe ich nicht. Renn einfach den Steg da hoch und den Steg entlang bis am Kran vorbei. Achso, ich habe meinen auch customized. Okay. Ich glaube, ich habe auch das Standard-Face dann irgendwann mal genommen, aber es ist eigentlich wohl. Ja. Das ist egal, du siehst deine eigene Fresse. Wir blicken ja dem Auge oder dem Tode ins Angesicht und nicht uns selbst. Das ist ja irrelevant. egal, Mark, wie ich aussehe, hauptsache ich überlebe. Dann sollten wir den Server aber und die Favorites hauen, wenn wir endlich mal eine Karte haben, wo wir uns selber sehen. Ja, also ich habe hier halt schon eine Karte gefunden gehabt und kann mich halt selber sehen. Bruger, das ist der Hammer. Du musst dir vorstellen, wenn man sich selber sehen kann, sieht man auch andere Spieler kurzzeitig, wenn die zu laut sind, ja? Ja, okay. Und dann, pass auf, und dann haben wir jemanden gejagt und so weiter und das ging dann schief. Dann haben wir irgendwann Server gewechselt und hatten diesen Punkt nicht mehr. Und ich wollte uns eigentlich zu Devil's Castle führen und was ist, wir laufen die ganze Zeit irgendwie im Kreis, eine halbe Stunde später finde ich raus, dass wir am Arsch der Welt sind. Okay. Ich verfolge Zombies. So, waiting for character to create. Jetzt muss ich nur rausfinden, wo ich dann bin. So, und du, weil ihr gemeckert habt, weil ich irgendwie so ein komisches Geräusch von mir gebe. So, ich nehme mal eine Frau. Dass wir auch die menschliche Rasse fortbestehen lassen können, wenn uns mal langweilig ja, ist. Ja, wenn wir in den Wäldern mal Ringelpiez machen oder so. Ja, guck mal, er ist verwirrt, er weiß nicht, wie man sich im Schneidersitz setzt. Ich bin bei Kamorobo. Kamorobo. Ja, ich guck jetzt gleich mal für dich. Du musst einfach drücken. Kamorobo? Cannot fire. Ich meine, das wäre links irgendwo neben Tscherno. Cannot fire. Naja, bei mir ist das nicht Du musst dich hinstellen dafür. Also mit R lege ich mich hin. Ne, ich setze mich auf den Boden, wie geil. Ja, im Schneidersitz, das ist ziemlich fett so. Ach, guck mal, ich genieße den Sonnenuntergang. Gammo, Pink Camouflage. Ach, da bist du. Ja klar, du bist neben dem Airstrip bei, Balotra. Was ist das denn? Und wenn du jetzt im Prinzip die ganze Zeit nach rechts gehst, gefühlte, nehmen wir mal 15 Minuten, bist du in Tscherno. Was? Mhm. Oh Gott, ich kann jetzt hier nicht das ganze Video nach rechts laufen, mein guter. Ja, da musst du halt da mal einen Cut setzen, ne? Bis wir uns gefunden haben, ist doch am sinnvollsten. Eigentlich wäre das Zombie, ich dachte eben, da wären Menschen. Ach ja, und nicht einfach leichtsinnig schwimmen, weil sonst verliert ihr mal eben euren Rucksack. Ich habe schon gehört, das hat mir ein lieber Zuschauer geschrieben, dass ich das vermeiden soll, bitte. So, jetzt habe ich vergessen, wo wir sind. Was? Ich höre so ein Dragon, immer nur ein Dragon. Ah. Nee, oder die sind jetzt in der Lagerhalle, die Schweine. Ja, soll ich jetzt nach rechts laufen, um nach Tscherno zu kommen, wo ihr seid? Oder soll ich nach rechts laufen, um nach Tscherno zu kommen, um... Keine Ahnung was. Ah! Ich weiß ja nicht mehr, wo Mark jetzt genommen ist. Steh doch auf, ich bin in Tscherno. Ja, im Prinzip müssten wir jetzt nach links laufen und machen Abstecher in Elektro und dann... Ja, wie gesagt, Bruger wäre optimal, wenn er die Aufnahme pausiert, weil die ganze Zeit sieht man ihn nur rumlaufen sonst. Warte mal, ich habe was gefunden. Ich habe eine Pasta, warte. Der hat Zeug anstecken. Geh zum Italiener und du findest überall Pasta. Der hat eine Kanne Pasta, eine Taschenlampe habe ich... Achso, das war wahrscheinlich ein neuer. Nee, der hat sonst keine Pasta dabei. So, wir gehen jetzt nach Elektro. Ja, aber der hat den ganzen Kram, den ich auch habe, nur dass er halt eine Dose Pasta dabei hatte. Oh, hier ist eine Magnesiumfackel, die leuchtet. Da muss irgendwo ein Mensch in der Nähe sein. Nee, wahrscheinlich hat er einfach nur ausprobiert, wie das ganze Spiel geht. Also du meinst nach rechts am Wasser entlang sozusagen, ja? Richtig, die ganze Zeit am Wasser entlang und dann links siehst du später auch so Hangars und das ist der erste. Da solltest du ohne Waffe sowieso nicht hingehen. Okay. Das also ignorieren oder umgehen. Oh Gott, hier sind überall Zombies. Komm zu mir.
Hattest du oder hattet ihr schon gespielt, als die Version einen Bug hatte und die Zombies einen gehört hat, wenn du nur 10 Kilometer weiter weg gefurzt hast? Was? Nee. Das war richtig ätzend, da haben wir angefangen, ey. Gehst da lang, du schleichst da lang auf einmal. Ich spiel's leider aber schon ab da, ab dem man beim Spawn keine Waffe mehr hat, und das finde ich nicht so toll. Ich meine, klar, es macht alles ungemein spannender, aber so zum Überleben ist es nicht gerade förderlich, ne? Stimmt, ich habe eine Story noch nicht erzählt. Marc und ich hatten ziemlich lange zusammen überlebt. Da kam dann eine Zombie-Menge und Marc läuft auf einmal nach links mir in ein Ziel und ich baller los. Und rat mal, was passiert ist. Ja, Marc ist gestorben. Teamkill. Ja, ich hatte da, aber ich hatte keinen Mörder dafür bekommen, deswegen hat es mich gewundert. Ich überlege jetzt halt gerade, irgendwie waren hier eben Zombies und die sind verschwunden und die Musik hat aufgehört. Hat die Musik was damit zu tun eigentlich, oder? Ist das alles so ein bisschen random-mäßig? Musik ist halt einfach nur Musik. Okay. Also anfangs habe ich mich teils auch eingeschissen, wenn die einfach so kam und ruckartig aufgehört hat. Mhm. Hab schon gemerkt, irgendwie ist das ein bisschen ungeplant. Ich wünschte mir, wenn es dynamisch wäre, das wäre richtig geil. Oh Gott, jetzt habe ich irgendwie so komisches Rauschen. Da vorne ist ein Dorf, soll ich da mal reingehen oder soll ich das lieber lassen erstmal? Wenn das nur ein Dorf ist, kannst du es machen. Könnte eine Pistole liegen. Was, wo ist denn hier? Ja. Ach oh Gott, wir haben auch kein Linkszielen mehr, ne? Jetzt kein Standardziel. Ja. Oh, da ist alles voll im Dorf. Nein, 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 und, du kannst die Dörfer im Prinzip auch ignorieren. Wenn du reinguckst und einfach mal schaust, ob irgendwelche Häuser durchsichtige Scheiben haben. Ja, das weiß ich schon. Das weiß ich. Wenn man reinschauen kann, kannst du in der Regel auch reingehen. Egal, nur ich will jetzt ungern ausloggen. Habt ihr den jetzt angeloggt oder was war das jetzt? Ich weiß nicht. Ja, ja, wir haben welche angeloggt. Bruger, ich komm dir jetzt mal entgegen. Das musst du mal übrigens machen, ne? Wenn du Doppel-W drückst, guck mal so, dass du deine Beine nicht siehst. Dann läufst du, dann joggst du aggressiv. Da steht einer. Nein. Okay, hat sich versteckt, die Sau. Ja. Die hocken halt manchmal in den Ecken drin. Oh Gott. Alter, oh Gott. Nein, mach nicht sowas. Drück einfach Nummernblock 3. Okay, alles klar. Der hoppelt da lang. Was machst du? Warum hoppelst du? Lauf! Ich leg mich auf den Boden, aber der sieht mich. Bruder, ich hab das zwar gesagt, ne, aber wir haben keine Waffe. Was soll, dürfen wir ausloggen? Ja, halt. Ist doch egal. Ja, komm, ich lass mal eben ausloggen. Einfach, ich werde auch hier eine Menge rausschneiden müssen bei mir, weil... Alles klar. Das ist ja sonst ein bisschen langweilig. Aber ich find's... Oh, mir kribbelt's überall, weißt du, wenn ich jetzt schon sehe, da hockt einer und guckt mich an gerade. Ja. Aber der sieht mich scheinbar doch nicht. Ich hab eine Lagerhalle gefunden. Ah, da ist alles voll! Was ist ja... Ah! Nein, die kreischen schon. Die backen sich durch die Türen durch, die Drecksäcke, ne? Mhm. Alter Schwede. Oh, und hier ist ein Zaun. Nein, da unten kommt einer. Geh weg. Alter. Ich habe schon wieder 3 an Hacken. Bleib hängen, bitte. Irgendwo bleib... Ah, vor mir. Oh Gott, nein, mich haut einer. Ich loote nicht, aber... Okay, okay. Oh Gott. Leute, sagt doch was. Seid ihr noch da? Ich bin gespannt zu. Genau. Ich werd verfolgt. Oh Gott. Oh Mann, wo bin ich jetzt gerade auf der Karte? Okay, ich komme jetzt gerade in so eine Landzunge. Ich weiß nicht, ob man die auf der Karte vielleicht irgendwie optisch wieder wahrnehmen kann. Oh Gott, ich hab's abgehängt. Ja. Ja, wie gesagt, ich versuch dich jetzt mal zu finden. Ja. Versuch den zu finden, ey. Stell mir das geil vor. Bruger macht sich nicht kenntlich und ballerst ihn nieder. Ihr wollt mich natürlich retten, weil ich eine sexy Frau bin, die den Fortbestand unserer Rasse sichert. Sexy Deswegen Frau. Deswegen würde ich es euch sehr empfehlen. Ja, die so ein bisschen. Auf jeden Fall scheint sie gute Oberschenkel zu haben, weil ich renne hier schon eine halbe Stunde lang rum. Hey, das ist so abnormal, aber. Was die, finde ich, noch fixen könnten, wäre dieses Hungergefühl. Durst kriegst du natürlich schnell, aber so schnell, wie der auch wieder Hunger kriegt, ist abnormal. Ja. Der müsste eigentlich richtig fett sein, der Charakter. Also ich sag mal so, ich habe während des Ganzen, weil ich jetzt schon DayZ gespielt habe, habe ich noch nicht einmal was zu essen gefunden. Doch, gerade.
Ich nicht. Ja gut, Dose Bomben, aber die kannst du ja nicht öffnen ohne Dosenöffner. Na klar, einfach hey. Restlick und essen dann. Achso, die kaut den Rand auf oder was? Ja, oder so. Ja gut, das ist so ein bisschen Realismus fehlt da schon, aber das ist schon stark... Weil ich sag mal so, du, wenn du Tiere tötest, brauchst du ja auch ein Messer, um das Fleisch rauszuschneiden. Ja, richtig. Theoretisch ging es auch mit bloßen Händen. Das klingt, aber, zwar auch, ein bisschen, das klingt aber auch Hammer, wie die das Fleisch rausholt. Er ist nur so... Ja, das ist echt geil. Oh, Fleisch. Oh. Mann, Waiting for... Wo ist denn der Bruger? Der Bruger, Bruger. Ja, gut, ich bin auch immer noch am Strand die ganze Zeit. Das ist voll spannend hier. Alles klar. Für uns erst, schwarzer Bildschirm. Okay, ich hatte irgendwie gerade Lex Bike. Auf jeden Fall bin ich jetzt irgendwie ein paar hundert Meter weiter hinten, als ich eben weiter vorne schon war. Ich habe das Gefühl, der Server ist auch gerade ein bisschen rumgebuggt, weil, ne? Wir beide hängen bei Waiting for... Director to Grill! Bei dem roten großen Punkt heißt mittlere Aktivität an Militärsachen. Der Airstrip, okay. Ja, und zwar in dem neben dem Bungalow, neben dem linken Bungalow. Ich sehe halt gar nichts. Oh, hier ist auf jeden Fall eine... Was ist das? Ist das nicht Bahngleise? Ja, das ist eine Bahngleise. Warte mal. So. Gib mal wieder in Third Person, dass man meinen Knackarsch sieht. Aha, aha. Ja, Marc hat auch einmal viel mehr gezockt und dann kommt nur von ihm, ich bin tot. Boah, die Frauenfeinde. Ah, hier sind schon mal Zelte, aber... Ey. Okay, ist überall schon. Uga, du bist nicht in der Aufnahme, oder? Doch, doch. Was? Das ist chauvinistische Was? Gelaber, kommt alles rein, keine Sorge. Dann muss ich das anders ausdrücken, und zwar... Bin ich taktisch klug vorgegangen. Andersfarbige Menschen sind schwerer zu sehen, ne? Und ich habe mir deswegen einen gemacht. Alter! Da ist ein Militärzombie, der hat einen. Ja, richtig. Der ist Camouflage. Wo bist du denn jetzt? Ich komme jetzt zu dir hier ran. Der ist an den, fast am R-Dings da. Hier liegen 10. Ich bin schon genau da. Hier sind lauter Tote. Aber Menschen sind das. Nee, das sind keine Menschen. Das sind einfach nur Militärzombies. Nee, die sehen aus wie Menschen. Die liegen hier alle tot auf dem Boden rum, aber ich kann die nicht looten. Soldaten, die tot sind. Ja, aber ich glaube, das ist. Standard, oder? Die kann ich zumindest nicht looten oder so. Das sind halt Dauertote schon. Mann, das ist ein bisschen langweilig gerade. Was sind da die Zelte? Ja, das ist auch sehr langweilig. Ah, da ist ein Zombie hier drin. Was macht der hier? Was? Erzähl dich doch. Alter, gib mir die AK jetzt. Ich bin jetzt bei den Zelten, ne? Ja, ich bin bei den Zelten und mich haut irgendwas und ich sehe es nicht doch hinter mir. Lalalala. Ja, da kannst du nichts gegen machen, ne? Deswegen hatten wir die Taktik mit dem Ausloggen. Da ist nix. Wo ist der? Ja, warte mal. Ach, noch so ein kleiner Insider-Tipp. Wenn ihr links und rechts am Bildschirmrand so weiße Schimmerflecken seht, das heißt, da sind Zombies oder Spieler. Schimmelflecken? Was? Schimmel. Da läuft der Bruger. Da ist der Bruger. Bist du hast du eine Waffe, oder? Dass du ihm den Arsch retten kannst? Ich bin draußen, ja. Ach, das bist du. Hilfe! Hinter mir zwei Stück. Okay, wir haben jetzt viel Munition, ne? Alter, ich hab gar nichts. Wo habt ihr schon wieder das Zeug her? AK-Munition, wenn ihr die AK hast, kann ich die Muni mitbringen. Na, ja, aber ich kann sie ja nicht mal aufnehmen. Hier ist ein ganzer Ständer mit AKs voll. Und wie komme ich denn hier rein? Ich habe gerade meine Regel, also ich blute wie Schwein. Ja. Block dich aus. Nimm Inuit-Haare, die sind saugfähig. Okay, ich mach mal. Nee, da muss ich. Was muss ich respawnen oder was? Nee. Nein. Abort. Wow, da kommt wieder einer durchgerannt. Alter. Schnell, Abort und jetzt! Abort und jetzt! Ja, mach ich doch. Abort, yes. Oh, hier war nichts mehr drin. Und jetzt disconnect und wieder rein, ja? Alles weg. Komm, lass mal gucken. Ja. Aber halt habe ich ja eben einen schießen gehört oder so. Pfeif drauf. Hau mal um. Okay. Ja, womit, Alter, ich werde ihn mit meinen weiblichen Reizen.
Ja, du leckst ihn ab und ich schieße ihn ab. Das wäre aber auch interessant zu wissen, ob man, was? Warte mal. Ob man mit der Whiskyflasche jemanden töten kann, wenn man die wirft. Nee, ich glaube. Ich hab's mit den Flares schon probiert, die Zombies, die haben sich dafür gar nicht interessiert. Ach genau, guck mal, da oben, da vorne sind auch noch zwei fette Flugzeuge. Da willst du es links oder rechts? Ja, ich weiß nicht. Wo lohnt sich's eher? Was meinst du? Ja, wir können ganz fiese, hier rechts lang. Wir können ganz fiese Taktik machen. Wir rennen einfach bis zur Feuerwache, locken aus und dann sind wir wieder in Ruhe. Warum bist du so viel schneller als ich eigentlich? Auf die Gefahren, dass es wieder nicht reingeht. Ja, das ist sowieso komisch. Nee, ich weiß nicht, ob das daran liegt, ja, dass ich eine Waffe in der Hand habe, aber das ist ja eigentlich auch nicht irgendwie realistisch. Vielleicht, weil Mark Doppel-W gedrückt hat oder Bugger noch geduckt ist. Ja, ich bin ja auch geduckt. Achso. Ich werde auch einen Teufel tun, mich hier aufrichten und schnell zu laufen. Was hast du denn jetzt? Guck dir das an, schon wieder die... Also bei mir wachst du gerade ein bisschen durch die Gegend. Ja, das will ich auch machen. Nee, das ist Alpha, das ist ja normal. Also hier sieht's eigentlich recht harmlos aus, ich sehe keine Zombies oder sonst was. Ja, gerade ist hier... Ist überall Stacheldraht. Ja. Ist auch nichts drin, oder? So, da ist auf jeden Fall die Feuerwehr. Ja, hier ist gar nichts drin. Weil wir können hier vor uns direkt... Ja genau, mit dem Turm, das ist immer eine Feuerwache, die sehen alle gleich aus. Mark, ich habe was gefunden, ja. Leere Büchsen habe ich gefunden. Hinter uns auf der Straße ist einer. Zombie. Komm mal weiter. Gucken. Ach ja, der ist noch weit genug weg, das heißt, wir können. Okay, gut. Kommen wir denn hier rein? Kann man einen Zaun kaputt sein? Danke. Hier liegt ein Toter irgendwo, deswegen, das liegt. Das hörst du an den Fliegen. Hier ist ein Reifen drin, wow. Ah, oh fuck, auf. Ah. Laufen, oh Gott. Ja. Was ist denn los? Das ist ein Zombie, lauf einfach. Die Soda ja. Leute, hier ist ein Zelt. Ja, dann okay, müssen wir halt. Der Zombie kommt hinter dir her übrigens. Ja, ich lock mich gerade aus. Wo ist der Bruger hin? Hm? Ich bin gerade nach links gelaufen. Ich stoße mich jetzt. Ich ja, lock einfach gleich. Schnell aus. Soll ich am besten jetzt mal zu den Hangars gehen? Do it, do it, lock aus! Warte mal ganz kurz hier, ist, ne? Jo. Boah, das war knapp. Nö, da liegt nur Dreck. Marc? Oh, wir legen Patronen, glaube ich. Vor mir direkt ein Zelt zwischen Stacheldraht, das will jemand beschützen. Ich kann anscheinend nichts. Warte mal, der visiert irgendwas an, aber ich kann es nicht. Doch, Gear, was liegt da? Chemlight, Empty Tin Can, ja, Chemlight Red und Blue, 5 drauf. Ja, das braucht man nichts ja nicht. Brauchbares. Und wenn die Bauarbeiter da nicht draußen aufhören, wir haben 20 vor 8, dann... Ab wann ist Nachtruhe? Ab 10 erst, oder? Ja, ab ja. 10, scheiße. du kannst natürlich auch einen machen, auf dicke Eier gehst raus, ne? Wie gesagt, deutscher Finger und sagst, pass mal auf hier. Schredder hier weiter rum und schredder dir die Haare. Ich glaube, die Deutschen machen aber mehr deutsches Unterhemd, oder? Mit speckigem Unterhemd. Ey, das ist ein Witz. Was habt ihr hier alles gemacht? Hier ist komplett alles voller Stacheldraht. Man konnte nur über eine Tür hier rein. Boah. Bringt das überhaupt was gegen die Zombies? Nee, die buggen sich durch, aber der versperrt uns auch den Weg nach oben. Das zackt irgendwie. Ist der Typ denn überhaupt noch hier, oder? Nee, das Zelt ist leer. Okay. Mal gucken, ob was in den Hangars ist. Ah, oh, jetzt müssen wir auch noch von außen da rein, oder was? Also, wenn ihr zu uns kommen wollt, seid ihr unten bei den Militärzelten gerade, oder wie? Nein. Gibt's denn hier außen eine Leiter irgendwie, wo wir ja, uns gibt es. Alles klar. Ja, die sind in halt rechts neben Elektro. Ne, wir sind in weiter Elektro. Weg bis dahin. Achso. Also hier ist alles ruhig, wo sind denn die ganzen Zombies hin, sag mal. Alle kaputt. Kaputt. Ist alle kaputt gemacht, hab ich alle hier gegessen. Boah, da fällt mir gerade wieder die Situation in Green Hills ein, Marc. Oh. Wir sind da gerade angekommen, Marc hat den nicht gesehen und dann lutzt er hinter durch die... Da ist einer. Zombie haben uns. Moment, ganz kurz. Hä, wo sind die hin? Die waren eben noch hier draußen. Nein, hier liegt eine Waffe! Ich will da rein! Ja, ich kann die nehmen. Sind die jetzt hier rumgebackt oder was? Die Zombies, die sind doch bestimmt in der Halle drin. Nein, ach, aber schau. Keine Muni, die ist auf der anderen Seite. Was ist das für eine Waffe? Ja, gerade ist hier nichts. Muni aufgenommen. Da waren eben zwei Zombies. Komisch. Hier. Ja. Hier ist ja auch nichts AKM dran. Und G17 habe ich irgendwie. Nein, die braucht man ja nicht. Wir müssen hoffen, dass wir da oben irgendwie noch was finden, ansonsten kannst du es knicken, weil wir kommen hier nicht rein wegen den Fenstern. Der Server stinkt, da ist gar nichts. Ah, mal gucken, hier ist ein Tower. So ein Aussichtspunkt. Brauchst nicht hochkommen, hier ist nichts. Ja, auf dieser Etage ist ohne Waffe, es ist ohne Schrotflinte übrigens. So. Ich schnauch schon die ganze Zeit, ist das nicht ein Anzeichen dafür, dass man was trinken sollte? Echt? Ja. Ah, ja, ich sehe es, ein Diadem. Eigentlich erst, wenn das anfängt zu blinken. Kann man nicht irgendwie den Stacheldraht kaputt machen irgendwie? Das habe ich noch nicht rausgefunden, wenn ja. Ich aber warte mal, vielleicht. Bolzenschneider oder sowas, vielleicht. Ich weiß, keine Ahnung. Oh, ich krieg schon einen Bug hin. Ey, überall nur leere Dosen haben die hier rumliegen. Komm schon! Ach, ja, ansonsten müssen wir gleich noch. Chicago, in die Stadt rein.
Bin fast gefallen. Okay. Echt? Ich dachte, hier ist immer was so garantiert, fast schon. Nee, du musst auch überlegen, der Respawn von den Dingern dauert ein bisschen. Und wenn da gerade Spieler waren, und das ist nun mal ein Militärfeld, da werden Spieler gewesen sein, dann, ne, hast du Arschkarte. Okay. Oh, mir fällt gerade ein, ich glaube, ich habe eben Muni gesehen. Wie konntet ihr hier dann 5 Tage überleben? Also jetzt nicht Realtime, aber... Doch, Realtime. Ach, Quatsch. Na klar. Ihr seid da ausgelockt gewesen in der Zeit. Ja, ja, klar, aber der zählt immer nur die Zeit, wie du eingeloggt bist. Spieler, oh Gott! Mit einer Axt. Fuck, wo bist Alter. Du? Marc, wo bist du? Ist der Bruder hin? Nein. Ich bin direkt vor den Hallen, also auf dem... Okay, warte mal. Ah, hier. Ich bin hinter dir. Ach, da, bitte? Ja, okay, ich sehe den Typ. Ich habe nichts zu verteidigen. Komm mal hin. Ja, yes. Burak? Hm? Soll ich gehen mal in den Tower hier rein. Du kannst einfach runtergehen, der macht nichts. Punkt. Okay. Hoffe ich mal, weil der, wenn er mich jetzt angreifen will, hat er die Arschkarte gezogen. Denn ich habe einen Schuss. Ah, toll. Mit V kannst du drüber klettern. Wie doof eigentlich, ne? Wo bist du eigentlich? Rutschst halt mal am Arsch über Stachel drauf. Marc, neben mir fährt ein Auto lang. Echt? Ey, willst du mich verarschen? Oh, da liegt einer, der schießt auf mich. Ey! Der hat mich totgeschossen. Pass auf, der ist rechts um die Ecke jetzt. Ja, weiß ich. Ich tu dem nix. Ich sag aber hier ist ein Auto, ich glaub's nicht. Oh, ich bin getötet worden von dem Arsch. Hast du den gekillt, Marc? Ja, ich hab ihn gerade gekillt, ja. Oh, und ich bin futsch. Leck mich doch. So ein Blödsinn. Pass auf, oh, scheiße, die haben mich. Ja. Scheiße. Hey, lock aus. Ja. Und mich lässt du vorgehen, wo ich keine Waffe habe. Ja, ich bin runtergefallen. Was, du bist runtergefallen? So eine Scheiße. Oh, Mann. So ein Idiot, den würde ich jetzt am liebsten flamen. Wie hieß der? Irgendwas mit V, ne? Vollgast. So, das regt mich gerade auf, dass da ein Auto ist. Seit 4 Tage lang suchen wir ein Auto. dafür habe ich jetzt ein Alistair Pack, 2 Trinken, Munition und eine Waffe. Aber nur ein Schuss. Okay, ich bin bei Komaro. Oh nein, nicht schon wieder. Ich bin schon wieder Komarovo. Du läufst jetzt die Straße lang durch dieses schöne Kamo-Rovo-Koma. Also die Straße. Laufe ich auch durch die Straße mal entlang. Ja, dann würde ich sagen, dass wir dann am besten dann ist zwar ein weiter Weg. Erzähl dich doch. Steh doch auf, Mensch! Steh doch auf! Nach Schergo laufen. Marc, weißt du, was ich geschafft habe? Was denn? Ich das Außen wieder einloggen, habe ich irgendwie volle Magazin. Ja, das ist doch normal, das hatten wir. Ja, aber ich hatte nur einen Schuss vorher. Hacker. Lol. Ui, wie geil. Macht es eigentlich Sinn, irgendwo in ein Haus reinzugehen, wenn man von Zombies verfolgt wird? Da sind die langsamer. Ja toll, aber wenn es nur einen Eingang hat? Ja, dann bist du am Arsch, ne? Oh, die rennen mir hinterher genug die ganze Zeit. Hier gibt es kaum Häuser, wo man rein kann, sehe ich gerade. Da ist noch einer. Hier in dem kleinen Häuschen soll eine Tasche sein, ne? Ja, da habe ich meine abgegeben. Ich hab die getauscht. So ein Springer. Hier liegt gar nichts, hier liegt nur... Ja, fuck. Dann komm halt einfach raus und dann müssen wir dir eine suchen. Ich laufe jetzt querfeld ein nach Balota. Komm eben nochmal zur Feuerwache, wir versuchen den Turm hochzukommen. Auf der Karte. Alles klar. Wo seid ihr überhaupt? Seid ihr bei Cerno oder was? Elektro. Wo ist Elektro? Neben Cerno links. Ich sehe das gar nicht auf der Karte bei mir, da ist alles zugepappt mit irgendwelchen. Alter! Was denn? Huhuhu! Moment! Okay, nach Balota rennst du jetzt, ne? Alter! Junge! Ja. Wann hören die auf, einem hinterher zu rennen, diese scheiß Zombie? Ey, ich hab dem Eierkopf gesagt, dass ich friendly bin. Was macht er? Er greift mich an. Zombies rennen einen die ganze Zeit hinterher. Außer du lockst dich aus. Komm mal hier raus wieder und loote den Typen. Der hat eine Tasche, Axt. Ja. Alles klar. Auch wenn du in ein Haus reinläufst, dann werden die zwar langsamer, aber das bringt ja nichts, wenn man keine Waffe hat. Das ist ja bescheuert, dann logge ich nicht raus. Kann man mit Axt den Sound kaputt schlagen oder so? Weiß ich nicht. Ich weiß, dass die Axt ein bisschen lustig ist, weil die Schussgeräusche macht und Blut auf dem Boden lässt. Okay. Ja, aber eher so eine Schallgedämpfte. Wo liegt denn der Typ? Da wo ich jetzt spawne. Oh, ich bin umgekippt. Nein!